Herzlich willkommen in Aachen, in der alten Reichs- und Kaiserstadt Karls des Großen. Knapp ein Jahr war der Bischofssitz in Aachen nicht besetzt. Papst Franziskus hatte Ende vergangenen Jahres den Rücktritt von Bischof Heinrich Mussinghoff angenommen. Heute nun wird sein Nachfolger in sein Amt im Hohen Dom zu Aachen eingeführt, Bischof Helmut Gieser. Hier ein kleiner Gesprächsausschnitt. Ich freue mich auf die Begegnung mit den Menschen. Ich bin gerne unter Menschen und gerne auch in dieser Aufgabe des Priesterlichen, des Seelsorglichen und dann jetzt in einer neuen Weise dann auch des Bischöflichen. Da bin ich natürlich selber noch gespannt, wie ich dieses Amt füllen kann und wie die Menschen mich annehmen. In seinem neuen Bistum ist Helmut Gieser verantwortlich für über 1 Million Katholiken. Und das sieht er auch als Herausforderung in Zeiten von leeren Gotteshäusern und vielen Kirchenaustritten. Wir haben es mit sehr verschiedenen Situationen zu tun und wir müssen immer neu versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie wirklich stehen. Also vom Einzelnen her, dem Einzelnen, den Einzelnen helfen, in das Ganze des Glaubens auf ihre Weise hineinzufinden. Und das ist anstrengend, mitunter auch ermüdend, aber es ist eine große Aufgabe, die ich gerne annehmen möchte. Geboren wurde Helmut Gieser vor 54 Jahren im rheinland-pfälzischen Neuwied. Geprägt durch ein religiöses Elternhaus studierte er Theologie. Im Bistum Trier wirkte er dann fast 3 Jahrzehnte als Diakon, Priester und Weihbischof. Er gilt als moderater Geistlicher, der sich auch in gesellschaftspolitische Themen einmischen will. Ich möchte mir an keiner Stelle jetzt den Mund verbieten lassen. Ich möchte auch Dinge beim Namen nennen dürfen und will das auch. Ich will kein Feigling sein. Ja. Es wird also spannend, was wir vom neuen Aachener Bischof zu hören bekommen und wie er sein Bistum künftig prägen wird. Als Rheinländer wird der Humor dabei sicher nicht fehlen. Thank you.
In den Monaten, als der Bischofsstuhl in Aachen nicht besetzt war, hat Weihbischof Karl Borsch das Bistum verwaltet. Er begrüßt nun den neuen Bischof. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen und Internet, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Herzlich begrüße ich Sie alle in diesem und zu diesem festlichen Gottesdienst. Papst Franziskus hat den Weihbischof in Trier, Dr. Helmut Dieser, zum Bischof von Aachen ernannt. Unser Metropolit, der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki, wird ihn in diesem Gottesdienst in sein Amt einführen. Herzlich willkommen und danke, Herr Kardinal, dass Sie nach Aachen gekommen sind. Mit Ihnen begrüße ich den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx. Sehr geehrter Herr Kardinal, als früherer Bischof von Trier fühlen Sie sich dem neuen Bischof von Aachen und seiner Diözese eng verbunden. Wir freuen uns, dass Sie am heutigen Tag bei uns sind und mit uns feiern. Als Vertreter des Heiligen Vaters in unserem Land begrüße ich seine Exzellenz, den Apostolischen Nuntius, Herrn Erzbischof Nikola Eterovic. Sehr geehrter Herr Nuntius, wir danken Ihnen für Ihren Dienst und für Ihre Verbundenheit mit der Kirche von Aachen. Sie werden nachher die Ernennungsurkunde für Bischof Helmut vorstellen und sie überreichen. Als weitere Konzelebranten heiße ich willkommen den Bischof von Trier, Dr. Stefan Ackermann, den Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, sowie unseren Altbischof, Dr. Heinrich Mussinghoff. Mit ihnen am Altar stehen Weihbischof Dr. Johannes Bünkens aus Aachen, Dompropst Manfred von Holtum sowie Herr Weihbischof Dr. Elkin Fernando Alvarez Botero aus Kolumbien. Über 50 Jahre schon verbindet unser Bistum eine enge Partnerschaft mit Ihrem Land. Schön, dass Sie den weiten Weg zu uns und zu diesem Anlass auf sich genommen haben. Besonders herzlich und mit großer Freude begrüße ich unseren neuen Bischof Dr. Helmut Dieser. Lieber Bischof Helmut, wir freuen uns, dass du da bist. Du bist dem Ruf gefolgt, sozusagen von der einen Kaiserstadt in die andere zu kommen, von Trier nach Aachen. Wir danken dir für deine Bereitschaft, unsere Diözese Aachen zu leiten. Sei uns ein Hirte, der vorangeht, mitgeht und nachgeht, wie unser Papst Franziskus sagt. Lieber Herr Kardinal Wölki, nun bitte ich Sie, den Gottesdienst zu eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist ein Tag der Freude. Und wir freuen uns mit der ganzen Diözese Aachen und ihren Gläubigen, dass ihr Gebet erhört worden ist, dass sie bald wieder einen neuen Bischof haben und dass er ihnen in Helmut Dieser geschenkt worden ist, der Ja gesagt hat zu dieser neuen Aufgabe, zu diesem Dienst, den er im Vertrauen auf den Herrn heute übernehmen wird. Wir sind zusammengekommen, um dich, lieber Bischof Helmut, hier willkommen zu heißen, um dich hineinzuführen in dein neues Amt und mit dir zu feiern. Der Herr Weihbischof Borsch hat darauf hingewiesen, dass der Herr Nuntius jetzt gleich das Ernennungsschreiben überreichen wird, dir, und du wirst es weiterleiten an den Dompropst, der es dann dem Domkapitel und dem ganzen Volk Gottes von Aachen zeigen wird.
Der Heilige Vater hat dich auf diesen Bischofsstuhl berufen. Aber hinter dem Ruf des Heiligen Vaters als dem Nachfolger Petri verbirgt sich der Ruf des obersten Hirten der Kirche, des guten Hirten Jesus Christus. Also nicht der Zufall hat uns heute hier zusammengeführt, sondern wir stehen hier durch den Ruf des Herrn, der dich in diese seine Nachfolge und in diese Aufgabe berufen hat. Nicht menschliche Berechnung hat uns hierhin geführt, sondern Gottes Heiliger Geist. In diesem Geist wollen wir jetzt die Feier der Amtseinführung begehen. Und wir wollen schon an dieser Stelle Christus als den Herrn seiner Kirche bitten, dass er dich, deinen Dienst, die ganze Diözese Aachen segne und dass er sie und dich durch seinen Heiligen Geist leiten und führen möge. Und jetzt darf ich den Herrn Apostolischen Nuntius bitten, das Ernennungsschreiben des Heiligen Vaters dir zu überreichen. Ja, der Gesandte des Papstes, Nuntius Eterovic, spricht nun ein Grußwort und überreicht dann die päpstliche Ernennungsurkunde. Eminenzen, Exzellenzen, liebe Priester, Diakone und Ordensleute, verehrte Vertreter der anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften, sehr geehrte Repräsentanten aus Religion, Politik und Gesellschaft, liebe Brüder und Schwestern, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren und den Frieden, der euch zusammenhält. In der christlichen Gemeinde gibt es verschiedene Berufungen und Ämter, die in dem einen Herrn Jesus Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes geeignet sind. Der heilige Apostel Paulus mahnt die Gemeinde, die Ephesus, zu diesem Frieden, der die Einheit des Geistes wahrt. Mit großer Freude empfängt das Bischof Aachen heute seinen neuen Bischof, seine Exzellenz, Monsignor Dr. Helmut Dieser. Vor der Verlesung der Ernennungsbulle, die der heilige Vater Franziskus nach der Wahl des Kandidaten durch das Aachener Domkapitel unterzeichnet hat, habe ich die Ehre, Ihnen alle die herzlichen Grüße des Bischofs von Rom und Hirten der Universalkirche zu überbringen. Ich grüße in besonderer Weise Monsignor Helmut Dieser, euer neuen Bischof, der berufen worden ist, Vater und Hirte aller zu sein, besonders der Priester, welche die notwendige helfen und Ratgeber im Dienstamt der Belehrung, der Heiligung und der Leitung des Gottesvolks sind, wie lehrt uns der Zweite Vatikanische Konzil. Verehrte Exzellenz, ich wünsche Ihnen, dass Sie mit der Gnade des Heiligen Geistes, dass Ihnen ein vertrauensvoll Gottes der Aachener Ortskirche zu dem Ziel führen können, dass der Völkerapostel im Brief an den Epheser aufzeigt, so sollen wir allen zum Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes verlangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Diesen kirchlichen Weg möge man nimmer in Gemeinschaft mit dem römischen Pontifex gehen, dem Nachfolger des Petrus, der es ist das immerwährende, sichtbare Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielfalt vor Bischöfen und Gläubigen, wie schreibt Lumen Gentium. Als Vertreter des Heiligen Vaters in der Bundesrepublik Deutschland danke ich von Herzen seinen Exzellenz Monsignor Karl Borsch für seinen Dienst als Diözesanadministrator. Exzellenz, viele Dank. In der Reihe der In der Reihe der Bischöfe im Bistum Aachen werden Sie, lieber Bischof Helmut Dieser, nunmehr der achte Hirte dieser geliebten Ortskirche sein,
die über 21 Jahre unter der Führung ihres verehrten Vorgängers, seiner Exzellenz Dr. Heinrich Mussinghoff, gestanden hat. Im Namen des Heiligen Vaters Franziskus danke ich ihm für all das Gute, das er für die Diözese Aachen und die katholische Kirche in Deutschland gewirkt hat. Das Bistum Aachen birgt in der Mitte dieser Kathedrale die Reliquien von Kaiser Karl dem Großen, der diese Stadt und diesen Dom zum Mittelpunkt seines großen Reiches gemacht hatte. An diesem Tag der Freunde darf man daher entstimmen in der Hymnus des Urbis Aquensis ur Regalis, wo es heißt, sing den Himmelskönig Lieder, Festes Freude fielen wieder Karls der Großen Heiligtum. Große Freude erfiel die Gläubigen, aber besonders, wenn die Heiligtümer zum Verehrung gezeigt werden, worunter das Kleid der Gottesmutter Maria hervorleuchtet und uns daran erinnert, dass sie die Patronin dieser Kathedrale und mit dem heiligen Apostel Matthias des ganzen Erzbistums Aachen ist. Mit solchen Schätzen gesegnet, möge der neue Bischof von Aachen gestärkt sein zur Erfüllung seines Dienstes zum Aufbau des Leibes Christi, der die Kirche ist. Alles wirken Ziele auf das fruchtbare Bemühen hin, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. So erfülle sich das Gebet unseres Herrn Jesus Christus. Sie sollen vollenden sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Exzellenz, ich habe die große Ehre, Ihnen die Ernennung Bulle dem Heiligen Vater Franziskus zu geben. Ich möchte nun die Urkunde des Heiligen Vaters verlesen. Franziskus, Bischof, Diener der Diener Gottes, dem ehrwürdigen Bruder Helmut Karl Dieser, gegenwärtig Titularbischof von Narona und Weihbischof der Diözese Trier, erwähltem Bischof von Aachen, Gruß und apostolischen Segen. Dass die Stadt Aachen durch den Glanz ihres Namens und ihre Geschichte hervorragt, ist allen hinlänglich bekannt. Im Blick auf die kirchliche Gemeinschaft in ihr sind wir bemüht, für alles Vorkehrungen zu treffen, von dem wir erfahren haben, dass es ihren geistlichen Nutzen fördert. Da nun aber der ehrwürdige Bruder Heinrich Mussinghoff von ihrer Verwaltung zurückgetreten ist, sind wir auf die Wahl des dort selbst notwendigen neuen Hirten bedacht gewesen, damit dieser Bischofssitz keinen Schaden erleide. Aus diesem Grunde wenden wir uns an dich, ehrwürdiger Bruder, denn wir sind überzeugt, dass du in der bischöflichen Amtsführung erfahren jenen Dienst ausfüllen kannst. Daher also, nachdem wir dich von deinen bisherigen Bindungen, das heißt an den Titularsitz von Narona und an das Amt des Weihbischofs von Trier gelöst haben, ernennen und bestellen wir dich aus der Fülle unserer apostolischen Gewalt gemäß der Vorschrift des vereinbarten Rechts zum Bischof von Aachen, indem wir dir alle Rechte übertragen und alle Pflichten auferlegen, welche nach den Gesetzen der Kirche dir und deiner Stellung zukommen. Alsdann sollst du den Klerus und das gläubige Volk von deiner Wahl in Kenntnis setzen und wir ermahnen diese alle, dich in angemessener Weise aufzunehmen und dir bei deinen gerechten
und der Sache entsprechenden Anordnungen gehorsam zu leisten. Im Übrigen kannst du, ehrwürdiger Bruder, aus den Vorzügen der Geschichte dieses Bischofssitzes Mahnungen ableiten, um gestützt auf den Beistand von oben wie auch gestärkt durch den Schutz der himmlischen Mutter einen fruchtbaren Dienst zum Wohl der Gläubigen zu leisten, sodass deren Herzen durch die frohe Botschaft des Erlösers gefestigt und getragen werden. Gegeben zu Rom bei St. Peter am 23. September im Jahr des Herrn 2016, im heiligen Jahr der Barmherzigkeit, dem vierten unseres Pontifikats. Franziskus, Papst, Marcellus Rossetti, apostolischer Protonotar. Lasst uns nun gemeinsam dem Allmächtigen danken. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Bischof Dieser wird nun zur Kathedra, dem Bischofssitz, geführt. Dieser Sitz ist dem Bischof von Aachen vorbehalten. Nach katholischem Verständnis nimmt er Besitz von seinem Bistum, indem er sich auf die Kathedra setzt. Es führen ihn dorthin sein Amtsvorgänger, Bischof Heinrich Mussinghoff, und Erzbischof Rainer Kardinal Wölki aus Köln. Zur Kirchenprovinz Köln gehören neben dem Bistum Aachen die Bistümer Limburg, Trier, Münster und Essen. Bischof Dieser erhält nun von Kardinal Wölki seinen Bischofsstab. Der Bischofsstab kennzeichnet den Bischof als den Hirten der ihm anvertrauten Herde. Eigens für die heutige Einführung wurde diese Bischofsfanfare in Auftrag gegeben. Sie stammt von dem jungen Musiker und Komponisten Alexander Räuber aus Essen. Mit dieser Fanfare wird Bischof Dieser sein Wahlspruch lauten: Pax Dei omnem sensum exuperat. Der Friede Gottes übersteigt alles Verstehen.
Ein weiterer Ritus zeigt, dass der Bischof eingebunden ist in das Kollegium der Bischöfe und mit unterschiedlichen Frauen und Männern im Bistum zusammenarbeitet. So tauschen die anwesenden Bischöfe mit Bischof Dieser den liturgischen Friedensgruß aus. Es folgen die Mitglieder des Domkapitels sowie Vertreter der Priester und Diakone des Bistums Aachen. Sie alle erneuern ihr Versprechen von Ehrfurcht und Gehorsam dem Bischof gegenüber. Dieses Versprechen haben sie bereits bei ihrer Weihe abgelegt. Ordensleute, pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche bekunden ihre Bereitschaft, gemeinsam mit dem Bischof dem Reich Gottes zu dienen in der Kirche von Aachen. Thank you.
wir alle, Schwestern und Brüder, sind schwache und zerbrechliche Menschen. Doch Gott denkt groß von uns. Und er hat denen Großes bereitet, die ihn lieben. Seinen Sohn hat er in unsere Welt gesandt, damit wir durch ihn und in ihm lernen, als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Zu ihm, Christus, unserem Herrn, lasst uns rufen, um sein Entgegenkommen, um sein Erbarmen. Herr Jesus, du bist unser Friede. Du sendest den Geist der Einheit. Alle Menschen dir zu folgen. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, erbarme sich unser. Er verzeihe uns Fehler und Sünden und schenke uns seinen Frieden. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Heil, in deiner wunderbaren Vorsehung hast du bestimmt, dass das Reich Christi sich über die ganze Erde ausbreiten soll. Du willst, dass alle Menschen von ihrer Schuld erlöst und gerettet werden. Lass deine Kirche leuchten als Zeichen des allumfassenden Heiles. Hilf ihr, das Geheimnis deiner Liebe zu verkünden und es an den Menschen wirksam zu machen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Schwestern und Brüder, ich, der ich um des Herrn willen im Gefängnis bin, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maße, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Und er gab dem einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir zum vollkommenen Menschen werden und Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen. Wort des lebendigen Gottes. Selig der Mensch, der seine Freude hat, seine Freude an der Weisung des Herrn. Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt, bei Tag und bei Nacht.
er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Nicht so die Frevler, sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Halleluja, Halleluja. Bleibt in meiner Liebe, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Sehr geehrter Herr Kardinal Wölki, sehr geehrter Herr Apostolischer Nuntius Eterovic, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Kraft und alle Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens, liebe Mitbrüder, Bischöfe, Priester und Diakone, liebe Schwestern und Brüder im Beruf des Pastoral- und Gemeindereferenten, liebe Schwestern und Brüder aus der Ökumene, liebe Mitfeiernde an den Übertragungsgeräten, Schwestern und Brüder im Glauben. Wer was anfängt, will es auch zu Ende bringen. Über diese Erfahrungsweisheit möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Junge Leute fangen mit dem Führerschein an. Und jeder weiß, endlos viele Fahrstunden, das wird peinlich. Mama, nur noch ein bisschen, so jammern Kinder beim Computerspiel. Ich will das Spiel noch zu Ende bringen. Aber in der virtuellen Welt, da gibt es überhaupt kein Ende. Es geht immer weiter. Jeder Link eröffnet nächste Möglichkeiten. Es ist noch nicht lange her, da hatten wir in Europa das Gefühl, alles unter Dach und Fach, offene Grenzen. Schengen, Osterweiterung, der Euro als gemeinsame Währung, Freizügigkeit. Es war, als ob der europäische Traum der Gründerväter und Mütter sich vollständig erfüllt hätte. Heute wissen wir, Europa war längst noch nicht fertig. Wird es das je werden? Es gibt viel zu viele Stimmen, die sagen, der Traum ist geplatzt. Es geht wieder rückwärts.
Als neuer Bischof der Europastadt Aachen möchte ich sagen, es geht weiter. Die Generationen vor uns haben Großartiges begonnen. An uns ist es, daran weiterzubauen. Wer was anfängt, will es auch zu Ende führen. Aber stimmt das denn überhaupt? Wer wie ich schon längst in der zweiten Lebenshälfte steht, der schaut öfter mal rückwärts. Aber diese Blickrichtung, die soll nicht die Oberhand gewinnen. Es muss sich weiter lohnen, nach vorne zu schauen. Was also ist jetzt dran in der Politik für Europa? Was ist dran in der Kirche oder im privaten Bereich? Was ist dran in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Familie, im Beruf? Die Antwort ist jedes Mal lebenswichtig. Denn wer nicht weiß, was dran ist, wird verführbar. Andere nutzen dann die Gunst der Stunde, um mit ihrem Kalkül vielen klarzumachen, was nach ihrer Lesart nun endlich dran ist. Weh denen, die kein eigenes inneres Gespür dafür haben. Weh einer Gesellschaft, wenn sie nur von außen dirigiert, aber nicht von eigenen inneren Überzeugungen zusammengehalten wird. Das gilt für uns in Deutschland, das gilt in Europa, das gilt in der ganzen Welt, die immer mehr zusammenrückt. Das Gefühl aber für das, was dran ist, muss von innen kommen, persönlich und gesellschaftlich. Orientierung ist also gefragt, mehr denn je. Orientierung, Schwestern und Brüder, muss immer neu gewonnen werden und dann auch durchgehalten werden. Und wer nun aber meint, die Kirche, die wäre fertig oder die müsste es doch endlich mal sein, wird bitter enttäuscht. Auch der 8. Bischof von Aachen hat noch genauso viel zu tun wie alle seine Vorgänger. Jede Generation muss neu entdecken, was dran ist, damit die Kirche lebendig bleibt. Sie hat zwar eine lange Vergangenheit, aber wer sie nur von schönen Fotos und Erinnerungen von früher her kennt, ohne heute an ihr weiterzuwirken, der wird an ihr irre. Und wer sie besserwisserisch vor sich hertreibt, weil sie immer noch nicht weiter ist, der versäumt und verweigert leicht den eigenen Anteil daran, dass sie besser wird. Aber wie halten wir es nun aus in dieser bleibenden Spannung, dass wir als Kirche noch nicht fertig sind? Fang auch ich also heute als Bischof von Aachen etwas an, das nie ans Ende kommt? Ich frage mich, wie wird aus dieser Spannung eine menschenfreundliche Kraft? Eine Hoffnung, die uns nicht unter der Hand kaputt geht. Eine Zuversicht, dass alles sich lohnen wird, was wir heute gemeinsam beginnen. Gerechter Vater, ich habe deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. So betet Jesus zu Gott, den er seinen Vater nennt. Auch Jesus kennt die Spannung im Leben. Auch er schaut zurück und nach vorne zugleich. Und er erkennt, da wird etwas rund und voll und ganz. Denn Jesu Leben und Wirken machen Gott bekannt, ganz und vollendet. Und bringen zustande, was Gott wirklich mit uns Menschen will. Und das in jeder Generation neu. Das geschieht immer dann, wenn ein Mensch erkennt, Jesus meint auch mich, ja gerade mich. Er will das in mir und in meinem Leben, dasselbe geliebt sein, sich durchsetzt, das ihn ausgemacht hat in allem. Jesus wusste sich bejaht und geliebt von Gott so sehr, dass er sagen konnte, Gott, mein Vater,
ist in mir und ich bin in ihm. Daraus hat Jesus gelebt. Daraus hat er sein eigenes Menschenleben entfaltet. Daraus wusste er immer, was dran ist und hat im Leben souverän wieder und wieder den nächsten Schritt getan. Bis zum Äußersten. Bis zu seiner Hingabe am Kreuz. Seinem Abstürzen ins Aus und vorbei des Todes. Dann aber in einem endgültigen Schritt über das letzte Aus hinaus in das Leben, das nie mehr endet. Damit die Welt glaubt, dass du mich erkannt hast. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Davon spricht Jesus mehrfach in dem heutigen Evangelium, das ja ein Gebet ist. Seine wichtigste Bitte an Gott ist, dass wir glauben können, Gott hat Jesus und sein Werk in den Lauf der Welt hineingepflanzt. Es bleibt, es wirkt auch heute. Wer dahin findet, dass Gott Jesus gesandt hat, lernt aus solcher Gewissheit, aus solcher Souveränität und Freiheit zu leben wie er. Das ist das Geheimnis, das Jesus auch in unser Leben bringt. Er nennt es Herrlichkeit. Es bedeutet, durch ihn mit Gott verbunden sein im Leben wie er. Er sagt ausdrücklich, ich in euch, ihr in meinem Vater, ihr in mir. Wer daraus lebt, der wird souverän. Er weiß dann von innen her, was dran ist. Er spürt die innere Kraft weiterzugehen. Diese Sicht auf unser Leben, Schwestern und Brüder, fasziniert mich. Als Christen sollen und können wir also so ein Leben führen, das auf einen Ruf antwortet. Auf seinen Ruf. Nicht nur der Bischof, nicht nur die Priester und die Diakone, nicht nur die Ordensmänner und Ordensfrauen, nicht nur die, die im Dienst als Pastoralreferent oder Referentin und Gemeindereferent und Referentin stehen. Nicht nur die sind berufen und gesandt, sondern in Jesus jeder und jede, die zu ihm gehören und durch ihn zu Gott, seinem Vater. Wer das für sich entdeckt, wer es annimmt, in dessen Leben erweist es sich, dass Gott Jesus gesandt hat. Denn so entdecken wir unsere eigene christliche Aufgabe und unseren persönlichen Platz im Leben, an dem Gott durch uns wirken will. So können wir, wie es der Apostel im Epheserbrief nennt, ein Leben führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Ich möchte daraus gleich ein paar Konsequenzen ziehen. Hören wir auf, Depri-Stimmung zu verbreiten und mutlos zu sein, weil die Kirche Verluste, Defizite, Rückschläge, Turbulenzen erleidet. Beteiligen wir uns nicht auch noch am Kirchenbashing, das weit verbreitet ist. Und jagen wir uns nicht lieblos voreinander her mit dauernden Forderungen nach dem, was sein müsste, aber noch nicht ist. Orientieren wir uns vielmehr an Jesus. Er betet um das Geheimnis von Einheit für seine Jünger. Und der Apostel entfaltet im Epheserbrief, was das bedeutet. Drinbleiben in der Intimität mit Jesus und dem, was er getan hat. Und deshalb dann auch einander gelten lassen, einander annehmen und ertragen, einander verzeihen und niemals die Einheit aufkündigen. Sich selber nicht zu schade sein, sich einbeziehen lassen, mit aufbauen wollen, was vielen zugute kommt. Die Unterschiedlichkeiten ertragen, im Vertrauen auf das Geheimnis von Einheit, das Jesus bewirkt. Also kein Masterplan, kein Hauruck, wir sind besser als die vor uns. Und erst recht keine Panik,
als ob wir die Kirche retten müssten, sondern, Herr, zeig uns, was dran ist. Zeig es uns, wenn wir beten, wenn wir miteinander reden und planen, wenn wir Kritik üben und Entscheidungen treffen. Hilf uns, heute synodal zu sein untereinander und mit dir. Das heißt, wissen, wir sind gemeinsam auf dem Weg, noch nicht fertig, aber in der Einheit des Glaubens der Kirche, in der Vielfalt der Gaben und Aufgaben und Verantwortungen, im Weiterwachsen auf dich hin, den ersten aller, der schon vollendet ist, damit auch wir es werden. Die Spannung also, Schwestern und Brüder, die wir brauchen im Leben, die kommt im tiefsten und sichersten aus dem Glauben an dieses Einssein in Christus. Alle Unterschiedlichkeiten, alle Einzelteile und Bruchstücke unseres Lebens wird er für Gott zusammenbringen. Und deshalb sage ich, jeder und jede, die jetzt zuhören, du bist unverzichtbar. Denn Gott selbst will nicht auf dich verzichten. Gott selbst will auch durch dich die Kirche zum Wachsen bringen. Durch dich wird sie reicher. Ohne dich aber fehlt ihr, was von Gott kommt und in dir liegt. Noch nicht fertig, aber bleibend unterwegs mit Christus, der das vollendete Leben schon errungen hat. Aus dieser Spannung kommt die Freude und sie vergeht nicht. Und aus dieser Freude kommt der Friede. Schwestern und Brüder, Gott ist größer als unser Begreifen. Doch sein ganzes unbegreifliches Gottsein hat er investiert in Jesus, durch ihn auch in der Kirche und so auch in dir und in mir. Wer will da noch zweifeln, dass es sich lohnt, dazu zu gehören? Lasst uns gemeinsam Kirche sein, nicht abgehoben, nicht elitär oder verschroben, sondern füreinander, für unsere heutige Welt, für Gott, der Jesus gesandt hat, damit wir wachsen können, bis wir ihn erreichen und er uns ganz. Amen. Das allgemeine Gebet oder auch Fürbittgebet genannt, das jetzt folgt, wendet sich an Gott mit verschiedenen Anliegen der versammelten Gemeinde. Zu Christus, dem guten Hirten seines Volkes, dessen Friede alles Verstehen übersteigt, beten wir voll Vertrauen. Dieser Dom lebt mit einer über 1200-jährigen Geschichte. Das Bistum Aachen existiert in dieser Form seit über 85 Jahren. Stehe unserem Bischof Helmut bei, das Bistum Aachen mit Spiritualität, Weisheit und Entscheidungskraft zu leiten. Christus, höre uns. Das Bistum Aachen ist mit seinen Menschen vom Niederrhein bis zur Eifel in Gottesdiensten, der Verkündigung und der Caritasarbeit bunt und vielfältig. Stärke du unsere Gemeinden, Gemeinschaften und Einrichtungen und Verbände,
dass sie vertrauend auf deine Hilfe Zeichen deiner Nähe in dieser Welt sind. Christus, höre uns. Das Bistum Aachen steht gerade durch die Verbundenheit mit den Hilfswerken und seiner Partnerschaft zu Kolumbien in enger Verbindung zu anderen Ortskirchen dieser Welt. Stärke unser gesamtes Bistum mit seinen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in seiner Verbundenheit mit der Weltkirche. Und zeige allen Christinnen und Christen immer wieder neue Wege, dich in unserer Welt zu bezeugen. Christus, höre uns. Unsere Welt ist gezeichnet von Krieg, Ungerechtigkeit, Hunger und Flucht. Stehe denjenigen bei, die in körperlicher und seelischer Not leben oder die ihre Heimat als Flüchtlinge verlassen mussten, dass sie Menschen finden, die ihnen in Zuneigung und Solidarität begegnen. Christus, höre uns. Wir sind hineingestellt in unsere Zeit und doch verbunden mit Menschen, die vor uns gelebt und gewirkt haben. Schenke du den verstorbenen Eltern und Angehörigen unseres Bischofs Helmut, den verstorbenen Bischöfen unseres Bistums und all unseren Toten das Leben in Fülle bei dir. Christus, höre uns. Vater im Himmel, höre du unser Beten. Schau auf den guten Willen und das liebevolle Handeln so vieler Menschen in unserem Bistum und erhalte uns in der Einheit deines Geistes durch Christus, unseren Herrn. Amen. Das Bistum Aachen ist reich. Es ist reich an Menschen, die sich in unterschiedlichen Feldern, in den Gemeinden, Gemeinschaften der Gemeinden, Einrichtungen, Orden und Verbänden engagieren. Zu der nun folgenden Gabenbereitung stellen eine Schülerin und ein Schüler des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula Geilenkirchen diesen Reichtum durch ausgewählte Symbole vor, die unser Bistum, seine seelsorglichen Schwerpunkte in seinen Regionen charakterisieren. Bringet ihr Völker herbei, was euch kostbar und herrlich ist. In der Region Aachen-Stadt sind die Hilfswerke Miserior, Missio und das Kindermissionswerk beheimatet. Stellvertretend für sie steht dieser Stern der Aktion Dreikönigssingen aus der Aachener Pfarrei Christus, unser Bruder. Eine große Anzahl von Haupt- und Ehrenamtlichen in unserem Bistum gestaltet Gottesdienste. Ein Schwerpunkt dabei ist der ehrenamtliche Beerdigungsdienst. Aus dem Benediktinerkloster in Kornelimünster in Aachen stammt ein Bild, das die Emmaus-Jünger zeigt, die den auferstandenen Jesus erkannten, als er das Brot mit ihnen brach. Damit symbolisiert dieses Bild den Auftrag, den Glauben an die Auferstehung zu feiern, der Hoffnung über den Tod hinaus ist. Diese Laterne aus der aus St. Balbina, Würseln in der Region Aachen-Land erinnert an das gestrige Martinsfest, das unter anderem durch Umzüge in den Kindertagesstätten gefeiert wurde. Einer großen Anzahl der dort tätigen Erzieherinnen und Erzieher und anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdanken wir die Weitergabe des Glaubens.
stellvertretend für die Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden sowie den Kinder- und Jugendverbänden unseres Bistums steht dieses T-Shirt der 72-Stunden-Aktion aus Aachen-Land. Tausende Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich freiwillig und gestalten bei dieser und anderer Aktion aktiv ihren Lebensraum mit. Völker herbei, was euch kostbar und herrlich ist. In der Region Düren befindet sich eine unserer Angebote der ökumenisch getragenen Telefonseelsorge. Dieses Telefon steht stellvertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei Telefonseelsorgeeinrichtungen, aber auch für die Arbeit in den beiden Ehe-, Familien-, Lebens- und Glaubensberatungsstellen und den Beratungsstellen der Caritas. In Düren wird das Haupt der heiligen Anna, der Mutter Marias, verehrt. Daher gibt es seit Jahrhunderten dorthin Wallfahrten. Weiter südlich liegt der Wallfahrtsort Heimbach mit dem Bild der schmerzhaften Mutter. Zwischen Düren und Heimbach liegt Zerkall, ein kleiner Ort, der bekannt ist wegen seiner Papierfabrik. Auf Büttenpapier aus Zerkall wird unserem neuen Bischof eine Einladung zur Anna Oktav in Düren und zur Wallfahrt zur schmerzhaften Mutter nach Heimbach überreicht. Stellvertretend für die vielen Wallfahrtsorte und Wallfahrten unseres Bistums. Unser neuer Bischof stammt aus dem Nachbarbistum Trier. An dieses grenzt die Region Eifel, in der die Seelsorge im Nationalpark eine besondere Rolle spielt. Hierfür steht eine Wanderkarte, auf der alte Pilgerwege unter anderem nach Trier gekennzeichnet sind. Viele Kinder und Jugendliche engagieren sich als Ministrant oder Ministrantin in der Chorarbeit, den Jugendkirchen und den CC-Angeboten. Stellvertretend für sie überreicht eine Gruppe aus Mechernich den Sonnenhut des letzten Weltjugendtages in Krakau. Bringet ihr Völker herbei, was euch kostbar und herrlich ist. In unserem Bistum gibt es zwei große Umsiedlungsgebiete. Menschen müssen ihre Heimat verlassen und dem Tagebau der Braunkohle weichen. Stellvertretend für die davon betroffenen Menschen, vor allem in der Region Heinsberg, wird dieser Stein der ehemaligen, bereits abgebrochenen Kirche von Borschemich nach vorne getragen. Damit verknüpft ist aber auch der Gedanke an den Neubau der Kirche und alle neuen Gründungen von Gemeinden. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass der Reichtum der Kirche dadurch zum Ausdruck kommt, dass alle Getauften lebendige Steine in unseren Gemeinschaften der Gemeinden sind. Die Familien- und Erwachsenenbildung, die berufliche, politische und theologische Bildung werden im Bistum Aachen durch vier regionale Foren, die Bischöfliche Akademie und andere Träger in Verbänden und Einrichtungen gewährleistet. Eine Mitarbeiterin des Forums München-Gladbach-Heinsberg bringt symbolisch für die Eltern-Kind-Arbeit eine Handpuppe. In vielen Eltern-Kind-Gruppen hilft eine solche Handpuppe, die Bedürfnis gerade der Kinder einzubringen und so die Eltern zur Auseinandersetzung mit ihren Kindern anzuregen. Die Kirche ist weltweit vernetzt. Die fremdsprachigen Missionen, die unter anderem in Krefeld beheimatet sind, bringen stellvertretend einen Globus, der uns deutlich macht, dass an vielen Stellen unseres Bistums Christinnen und Christen anderer Sprachen eigene Gemeinden bilden. Die Arbeit des Diözesanen Caritasverbandes, seiner Regional- und Fachverbände ist sehr vielfältig. Kranken- und Altenpflege, Beratung, Besuchsdienste, Mittagstisch. Aus der Region Krefeld wird stellvertretend für die vielen Dienste der Caritas diese Thermobox des fahrbaren Mittagstisch gebracht, der vor über 50 Jahren von der dortigen Caritas als erstem Wohlfahrtsverband in Westdeutschland begonnen wurde.
bringet ihr Völker herbei, was euch kostbar und herrlich ist. Das bischöfliche Albertus-Magnus-Gymnasium in der Region Kempen-Viersen steht für die gesamte kirchliche Schullandschaft im Bistum Aachen. Hier und an anderen Schulen wurden bewusst Klassen mit Flüchtlingskindern gebildet, um der Integration eine konkrete Gestalt zu geben. Außerdem unterstützt die Schule die neuen Nachbarn mit vielen Aktivitäten. Daher steht der Ball für das gemeinsame Spielen über Grenzen hinweg. Dass Seelsorge Grenzen übersteigt, zeigt auch die Arbeit in Gefängnissen, bei der Notfallseelsorge, in Krankenhäusern, Hospizen, in Trauerfällen und anderen Notsituationen. Ein Charakteristikum unseres Bistums ist die offene Jugendarbeit. Als ein Beispiel dafür steht das Modell des Big Bus, eines Doppeldeckerbusses, der ein rollender Jugendtreff ist und in Schwalmtal und Niederkrüchten zum Einsatz kommt. Dort absolviert zurzeit eine junge Frau ihr freiwilliges soziales Jahr. Sie steht stellvertretend für den Einsatz der vielen jungen Menschen im freiwilligen sozialen Dienst im Bistum Aachen und darüber hinaus im Ausland. Bischof Dr. Klaus Hämmerle hat vor 35 Jahren den pastoralen Schwerpunkt Kirche und Arbeiterschaft für unser Bistum betont. In einem Projekt für arbeitslose Menschen beim Volksverein Mönchengladbach wurden Pilgerstäbe für die Heiligtumswallfahrt nach Aachen und Kolindi-Münster gefertigt. Ein solcher Pilgerstab steht stellvertretend für die Arbeit in den vielen Einrichtungen und Sozialverbänden des Bistums und zeigt, dass wir bei diesem Engagement die Menschen am Rande im Blick haben. In der Region Mönchengladbach wurde bei der letzten Heiligtumsfahrt durch die evangelische Schwesterkirche dieses Abendmahlstuch als Altartuch überreicht. Es wurde für den heutigen Anlass dem Münsterschatz entnommen und zeigt die ökumenische Verbundenheit über die konfessionellen Grenzen hinweg. Bringet ihr Völker herbei, was euch kostbar und herrlich ist. Das Engagement in unserem Bistum wird deutlich in diesen vielen verschiedenen Symbolen. Dahinter stehen viele Menschen, viele Arbeits- und Aktionsfelder und das Ziel, den Menschen Hoffnung in ihren Nöten und Sorgen zu geben. In Brot und Wein tragen wir dies und all das, was uns bewegt, jetzt zum Altar. Gott ist der Hirte seines Volkes, der uns nahe ist, besonders in diesen Gaben, die gewandelt werden in Leib und Blut Jesu. Thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, sieh gnädig auf die Gaben deiner Kirche und mache deine Gläubigen durch das heilige Sakrament immer mehr zu dem, was sie durch deine Berufung sind, ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn deine Vorsehung waltet über jeder Zeit. In deiner Weisheit und Allmacht führst du das Steuer der Kirche und stärkst sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. In ihm kann sie allezeit auf deine Hilfe vertrauen, in Not und Bedrängnis zu dir rufen und in den Tagen der Freude dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Helmut und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle gute Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. In diesem Geist lasst uns rufen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Amen.
Jesus hat gebetet um die Einheit seiner Jüngerinnen und Jünger. Und das ist stärker als alles, was Menschen zerteilt und spaltet. Darum lasst uns beten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Und mit dir. Lamm Gottes, o du Lamm Gottes, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du einhergehst unter meinem Dach, aber sprich mein Wort aus. So könnt ihr ein Leben führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Halleluja. Bischof Dieser feiert als neuer Bischof seine erste heilige Messe an dem Altar, der im Aachener Dom auf eine uralte Tradition verweist. An dieser Stelle stand nämlich schon in der Marienkapelle Karls des Großen ein Altar. Einige Marmorplatten aus dieser Zeit erinnern daran. Jahrhundertelang wurde hier Gottesdienst gefeiert.
Heute fällt am meisten die Vorderseite des Altares auf, die sogenannte Pala d'Oro, die goldene Altartafel. Sie ist entstanden im ersten Viertel des 11. Jahrhunderts, ein Meisterwerk ottonischer Goldschmiedekunst. Dargestellt wird hier, was bei der Heiligen Messe als Geheimnis des Glaubens gefeiert wird, der Tod und die Auferstehung Jesu. Das Zentrum zeigt Jesus als thronenden Herrscher. Drumherum erkennt man Einzelszenen. Jesus zieht in Jerusalem ein, er hält das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, am Ölberg wird er gefangen genommen, er wird gegeißelt, er stirbt am Kreuz. Blut und Wasser strömen aus seiner Seite und schließlich erfahren die drei Frauen am Grab, Jesus lebt. Daher in der Mitte der jugendliche Christus. Leid und Schmerz sind überwunden. Ja, mehr noch, er ist der, der wiederkommt am Ende der Zeiten, umgeben von den vier Lebewesen am himmlischen Thron. Was die Pala d'Oro darstellt, ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten ist von den ersten Christen bereits in Verbindung gebracht worden mit dem himmlischen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem hat man sich zur Zeit Karls des Großen vorgestellt wie ein Achteck. Die Zahl 8 steht nämlich symbolisch für Neubeginn, nach dem siebten Tag der Schöpfung, dem Ruhetag, dem Sabbat. Der Neubeginn zeigt sich auch darin, dass Jesus am Tag nach einem Sabbat, also an einem achten Tag, von den Toten auferstanden ist. An diese Zusammenhänge erinnert auch das Oktogon, das Achteck des Aachener Doms. Es ist als zentrales Bauwerk die ursprüngliche Marienkapelle Karls des Großen. In diesen Zusammenhang gehört auch der Barbarossa-Leuchter. Er hängt mitten im Oktogon und spielt auch mit der Zahl 8. Er besteht aus 8 kleineren runden Torbauten und 8 größeren eckigen. Der Name dieses riesigen Kronleuchters verweist auf seinen Auftraggeber, Kaiser Friedrich Barbarossa, der seinen Vorgänger Karl den Großen etwa 350 Jahre nach dessen Tod heilig sprechen ließ. Auch der Kronleuchter hat eine versteckte Botschaft über das himmlische Jerusalem. Unter den Platten der eckigen Türme sind die 8 Seligpreisungen der Bergpredigt zu sehen. Die Armen, die Trauernden, die Gewaltlosen, die nach Gerechtigkeit dürsten, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind, die Friedensstifter und die Verfolgten, ihnen gehört das Himmelreich. Zu den bedeutendsten Schätzen des Aachener Doms zählt der Marienschrein. Seine Hauptfigur in der Mitte, die Gottesmutter Maria. Sie ist die Patronin des Doms und des Bistums. Das prächtige Äußere des Schreins verweist auf das Innere. Hier werden die 4 großen Aachener Heiligtümer aufbewahrt. Das Kleid der Gottesmutter Maria, die Windeln Jesu, sein Lendentuch, also sein erstes und sein letztes Kleidungsstück und schließlich das Tuch, in das der Kopf Johannes des Täufers nach seiner Enthauptung gewickelt worden sein soll. Alle 7 Jahre werden diese Reliquien aus dem Marienschrein herausgeholt und öffentlich gezeigt. Dazu findet eine große Wallfahrt nach Aachen statt, zu der auch Menschen aus den benachbarten Niederlanden und Belgien kommen. Die Aachener Heiligtümer sind sichtbare Zeichen, die darauf verweisen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Wirklich Mensch, von der Geburt bis zum Tod. Und dass er Menschen in seine Nachfolge gerufen hat und sie ermutigt hat, vom Glauben Zeugnis zu geben, wenn es sein muss, bis zum Tod, wie bei Johannes dem Täufer.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt, mit dem Sakrament, das die Kirche nährt. Gib, dass wir auf diesen Beweis deiner Liebe antworten. Mache uns zum Sauerteig für die Welt und zu Dienern am Heil unserer Schwestern und Brüder. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Mitfeiernde an den Bildschirmen, liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom. Am 28. September war ich nach meiner Ernennung zum ersten Mal hier in Aachen zu Besuch. Schönstes Spätsommerwetter, überall gut gelaunte Menschen. Schluckwasser wäre gut. Zu dritt waren wir in der Stadt unterwegs. Passanten sprechen mich an. Immer wieder kurze Begegnungen und Gespräche mit besserer Stimme als jetzt. So treffen wir dann auch auf zwei gut gelaunte Frauen mittleren Alters. Ah, Sie sind der neue Bischof. Ja, und wer sind Sie? Ein paar freundliche Sätze gehen hin und her. Und noch im Weitergehen höre ich, wie die eine der beiden zur anderen sagt, kann man mit leben. Kann man mit leben. Das trifft's für mich auf den Punkt. Ich finde diese knappe Einschätzung sehr lustig, aber auch sehr treffend. Denn genauso möchte ich doch Bischof sein. Einer, mit dem man leben kann. Einer, der mitleben kann und will. Das Evangelium verkünden kann doch nur, wer das Leben lieben und teilen will. Darum grüße ich Sie alle als Erste, die Gläubigen in den Gemeinden und Gemeinschaften des Bistums Aachen. Denn von nun an gehören wir zusammen. Und darauf kommt es mir jetzt künftig an, dass wir uns besser und mehr als oberflächlich kennenlernen. Dass wir dafür uns Zeit und Geduld zugestehen. Dass wir uns wirklich füreinander interessieren. Was bewegt dich und mich? Was macht Freude? Was macht Angst? Wonach schauen wir aus? Welcher Hunger, welche Sehnsucht rumort in uns? Wo liegen die Verletzungen, mit denen wir achtsam umgehen müssen, damit sie heilen können? Und wie können wir heute gemeinsam glauben? Wie können wir den Glauben einbringen in unsere Gesellschaft, in der und mit der wir leben? All das macht uns ja als Menschen aus. Leben und Glauben dürfen nicht getrennt sein. Nur im Mitleben geht gemeinsam Glauben und gemeinsam Kirche sein. Ich beginne deshalb meinen Bischofsdienst heute mit einer Bitte. Lassen Sie mich mitleben. Normal, nicht überhöht, nicht übersteigert, nicht verbunkert in Rollen und Erwartungen. Auch ich bin nur ein begrenzter Mensch. Auch mich kann man überfordern. Auch ich bleibe immer wieder hinter dem zurück, was gut oder besser wäre. Nur wenn Sie mit mir leben können und wollen, kann ich Bischof bei Ihnen und für Sie sein. Und dazu habe ich doch im Glauben Ja gesagt, als Dompropst von Holtum mir die Wahl des Aachener Domkapitels überbracht hat. Liebe Mitbrüder Domkapitulare, ich danke Ihnen von Herzen für das Vertrauen, das Sie in Gottes Führung und Hilfe hatten, mit dem Sie mich dann gewählt haben. Wir werden gut miteinander leben und arbeiten können. Dieses schöne erste Vertrauen habe ich mittlerweile schon gewonnen.
Ich danke unserem heiligen Vater, Papst Franziskus, dass er mich zum Aachener Bischof ernannt hat und mir so ebenfalls sein Vertrauen schenkt. Ich danke unserem Erzbischof, Kardinal Wölki, dass er mich heute hier in Aachen eingeführt hat. Ich danke dem Vertreter des Heiligen Vaters in Deutschland, Herrn Apostolischen Nuntius, Dr. Eterowitsch, dass er heute hier bei uns ist und die Ernennungsurkunde überbracht hat. Ich danke allen Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen Lebens, an ihrer Spitze Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und in Vertretung des Aachener Oberbürgermeisters Frau Bürgermeisterin Dr. Margrethe Schmeer, dass Sie heute hier sind, so zum Ausdruck bringen, dass es das eine gemeinsame menschliche Leben ist, das wir in Kirche, in Staat und Gesellschaft zwar unterschiedlich entfalten, aber doch nicht unverbunden, sondern wechselseitig aneinander interessiert und füreinander. Ich komme in ein Bistum hinein, das schon in der Zeit vor mir lebendig und liebenswürdig miteinander lebt. Darum möchte ich mit Freude einigen Personen danken, die für unser Bistum so wichtige und gute Dienste leisten. Ich danke an dieser Stelle meinem verehrten Vorgänger, Bischof Heinrich, für seinen treuen und glaubensstarken bischöflichen Dienst über 20 Jahre lang für unser Bistum Aachen. Du, lieber Bischof Heinrich, du bist damals in die Fußstapfen unseres hochverehrten Vorgängers Bischof Klaus Hämmerle getreten und hast sein Erbe fortgeführt. Heute trete ich in deine Fußstapfen. Nicht wenige haben mir schon bei meiner Ernennung signalisiert, dass sie eine Linie der Kontinuität erkennen von Bischof Klaus zu Bischof Heinrich, die sie dann auch gerne fortgeführt sehen wollen durch mich. Ja, wir stehen in der Kirche immer auf den Schultern derer, die vor uns waren. Und wir geben, was uns wichtig war, einmal weiter an die, die nach uns kommen. Ich freue mich, dass heute viele Mitbischöfe hier bei uns in Aachen sind und ich grüße Sie alle herzlich an Ihrer Spitze Kardinal Reinhard Marx, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Ich bin sehr dankbar, dass heute auch Bischöfe und Vertreter aus unseren Nachbardiözesen mit uns feiern, aus den Niederlanden und aus Belgien. Und Luxemburg. Liebe Brüder, ich kann nur Bischof sein in eurem Kollegium. Nach 5 Jahren als Weihbischof kann ich heute aus Überzeugung sagen, ja, ich bin gerne einer von den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz und ab heute auch gerne Bischof hier in der Euregio. Und mit euch allen suche ich, was Kollegialität heute ist und wie wir sie weiter entfalten. Auch innerhalb des Bistums kommt es auf Synodalität und Miteinanderleben an. Ich grüße deshalb herzlich die Mitbrüder Weihbischöfe, die Priester und Diakone und die Schwestern und Brüder im Dienst als Pastoral- und Gemeindereferenten des Bistums Aachen, deren Bischof ich heute werde. Ich grüße alle Mitglieder des Diözesanrates der Katholiken, die Vertreterinnen und Vertreter des BDKJ und des Diözesanverbänderates sowie die Religionslehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen des Bistums und des Caritas-Verbandes. Der pastorale Dienst, der uns in der Kirche aufgetragen ist, entfaltet sich in vielen Ämtern, Beauftragungen und Positionen. Bitte nehmt mich als Bischof an, auch in meiner Stellung und Verantwortung für euch alle und für das gesamte Bistum und unterstützt mich mit eurem Gebet und mit eurem guten Willen. Diese Bitte richte ich zugleich auch an die Schwestern und Brüder des geweihten Lebens in den Ordensgemeinschaften und in den Säkularinstituten unseres Bistums. Ich bin sehr dankbar für ihr Lebens- und Glaubenszeugnis und für das wechselseitige und vielfältige Geben und Empfangen mit ihnen an vielen Stellen unseres Bistums. Sehr wichtig ist es mir an dieser Stelle zu danken dem,
der die Gesamtverantwortung in der zurückliegenden Vakanz getragen und sehr konstruktiv genutzt hat. Ich danke in Ihrer aller Namen unserem bisherigen Diözesanadministrator Weihbischof Karl Borsch für seinen guten Dienst und mit ihm zusammen seinem bisherigen Vertreter, Herrn Domkapitular Dr. Andreas Frick. Nun möchte ich besonders herzlich grüßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im bischöflichen Generalvikariat. Die Arbeit in der Verwaltung, die Sie leisten, ist alles andere als sekundär oder ungeistlich. Sie sorgen dafür, dass das Leben und Mitleben in der Kirche nicht chaotisch wird und nicht willkürlich. Ordnung ist das halbe Leben, sagt man. Die eigene Überzeugung, die geistliche Motivation, gerne für die Kirche zu sorgen, das macht dann die andere Hälfte aus. Für Sie und für das ganze Bistum darf ich an dieser Stelle nun auch eine erste Entscheidung und Amtshandlung als Bischof von Aachen verkünden. Ich ernenne Herrn Domkapitular Dr. Andreas Frick zu meinem Generalvikar. Lieber Andreas, du hast schon unter Bischof Heinrich dieses Amt übernommen, mit dem du an der Gesamtverantwortung des Bischofs entscheidend mitträgst, und du bist erneut bereit dazu. Ich danke dir dafür. An diese Amtshandlung schließt sich gleich eine zweite an. Das Bistum braucht und hat einen guten Offizial und soll ihn auch weiterhaben. Und darum bestätige ich Herrn Monsignore Gregor Huben als meinen Offizial und danke ihm für sein kompetentes und menschenfreundliches Wirken in der kirchlichen Rechtsprechung. Da kann man mit leben. Das ist auch ein entscheidendes Wort für das Vorankommen in der Ökumene. Ich freue mich, dass Metropolit Augustinus von der griechisch-orthodoxen Metropolie in Deutschland mit seinem Vikarbischof hier bei uns ist, sowie Herr Erzbischof Karekin Bekdia von der deutschen Diözese der Armenischen Apostolischen Kirche und Herr Präses Manfred Rekowski von der Evangelischen Kirche im Rheinland. Durch die Ökumene lernen wir, keiner von uns kann und darf sich als Kirche mehr selber genügen. Der eine Geist wirkt auch in den anderen. Wir Katholiken freuen uns deshalb, dass die evangelischen Christen das 500. Jahr der Reformation gemeinsam mit uns feiern wollen. Ja, wir wollen aus dem einen Geist zusammenleben und gemeinsam flehen, dass er uns neu in die ersehnte Einheit der Kirche Gottes hineinführt, für die Jesus gebetet hat. Ich freue mich, dass heute auch ein Vertreter aus den Partnerkirchen Kolumbiens zu uns gekommen ist, und zwar der Generalsekretär der kolumbianischen Bischofskonferenz, Herr Weihbischof Elkin Fernando Alvarez Botero. Gerne richte ich einen herzlichen Gruß heute von Aachen aus über den großen Ozean. Liebe Schwestern und Brüder in der Kirche Kolumbiens, ich bringe mich gerne ein in die gewachsene Partnerschaft unserer Kirchen. Ich bin gespannt auf alles, was wir miteinander teilen werden. Viele liebe Menschen sind heute hier im Dom oder in St. Feulan oder in St. Jakob oder zu Hause an den Bildschirmen. Sie sind mit dabei Menschen, mit denen ich schon viele Jahre zusammenlebe. Ich nenne besonders meine Schwester und ihre Familie, meine Patentante,
und alle Verwandten und viele liebe Menschen aus meiner Heimatgemeinde Heimbach-Weiß und aus meinen Einsatzorten in ihrem jeweiligen Umfeld und ihrem jeweiligen Umfeld in Traben-Trarbach, in Ahrweiler, in Saarburg, in Kassel, in Adenau und in Trier. Dass wir gerne zusammenleben, das haben wir uns schon oft froh empfunden und uns auch gegenseitig gezeigt. Und heute kommt das ganze Bistum Aachen dazu. Am Ende habe ich deshalb allen Grund, mich bei sehr vielen Personen hier in Aachen schon zu bedanken, weil sie diesen Tag so schön gestalten. Ich danke allen, die für die wunderbare liturgische und musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes gesorgt haben. Ich danke allen, die heute viel Mühe aufwenden für die reibungslose Durchführung dieses ganzen Einführungstages. Im Namen aller, die an den Bildschirmen mitfeiern konnten, sage ich abschließend ein eigenes Wort des Dankes an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks, dass sie mit großem Engagement für die Übertragung dieses Gottesdienstes gesorgt haben. Also aus einem vollen Herzen vielen Dank. Bischof kann keiner sein, nur aus eigenen Kräften. Und wer voneinander sagt, da kann man mit leben, der soll und kann auch füreinander beten. Ich danke allen, die das bisher schon für mich tun. Das ist immer wieder für mich eine Zuversichtsquelle. Wenn Menschen für mich beten, das tröstet mich, das macht mir Mut, das stärkt mich. Und ich empfehle mich auch weiter Ihrem Gebet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus dem Aachener Dom. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Bischof Dieser aber Gottes Segen für seine neue Aufgabe als Bischof von Aachen.